Neuer Audi A3, vierte Generation, noch sportlicher, noch markanter als der Vorgänger. Man sieht es am neuen Kühlergrill, sehr breit, sehr tief orientiert. Auch hier gleich im Einstiegsbereich mit Wabenstruktur im Kühlergrill. Und natürlich hier auch ganz toll gehalten, die neuen skulpturalen Air-Intakes, kombiniert mit der neuen Leuchttechnologie, mit den LED-Scheinwerfern, die spezielle Signaturen darstellen können. Was auch ganz toll ist, die neue Bodyside, die viel muskulöser, auch mit dieser extrem negativen Fallung kombiniert mit den tollen muskulös angeformten Quattro-Themen, speziell die zwei Blister hier, eine super schöne Licht- und Schattenspiel darstellen. Das nächste Highlight ist das Greenhouse, speziell mit der dreieckig geformten C-Säule, auch als Anleihe zum Urquattro gedacht, was das Fahrzeug natürlich viel kompakter darstellen würde als den Vorgänger. Viel mehr Hatchback-Design als Kombi-Design. Was hier auch speziell neu ist, ist die flache Heckscheibe. Die flache Heckscheibe und speziell der neue Spoiler zeigen natürlich einen extrem breiten Auftritt des Heckansichts, was natürlich sehr sportlich und speziell mit den Quattro-Muskeln hier wieder ein sehr schönes Gesamtbild darstellt. Ein nächstes Highlight ist natürlich das neue Lichtdesign vom Audi A3, speziell hier die große Leuchte. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die vertikal orientierte Interieurgestaltung der Leuchte, die mehr oder weniger die Fuge so gut wie unsichtbar darstellen lassen, speziell im Nachtdesign. The new Audi A3 fourth generation is much sportier, much progressive than the car before. For example, the new single frame is much wider, lowered more to the ground, as well combined with this nice honeycomb grille design already available in the entry level, combined with these nice sculpture air intakes, and for sure also this nice modern headlight design. The next highlight is the nice new body side, especially with this negative section which tucks in and has a really nice play with this kind of light source, especially with the Quattro theme on both axes combined with this nice body to have a really extreme sculptural design of the side view. The next highlight is especially the new greenhouse. It's much lower, and what is also totally new is this new triangular shape of the C post. It's much more lean forward, located more on the rear axis, and gives really a nice sporty feeling. The windscreen is much flatter, and the spoiler is a little bit bigger to give a really compact but wide impression of the rear as well. The new rear light of the Audi A3 also has a really nice design, especially with the interior of the line, because the vertical oriented lights speak a really good interaction, good synergy with the shot line of the trunk. And the night design looks like illuminated. Das Interieur ist genauso sportlich gestaltet wie das Exterieur, dass das natürlich super zusammenpasst. Was hier ganz neu ist, ist natürlich dieses neue Cockpit, wirklich mit diesen Luftdüsen aufgesetzt, die wirklich den Fahrern wirklich in so eine Art Cockpit-Zone sozusagen einfassen. Das nächste Highlight ist natürlich auch wirklich diese neue digitale Bühne kombiniert aus einem Virtual Cockpit und dem neuen HMI Touch Display. Und was auch ganz natürlich wichtig ist, ist diese horizontale Geste der Applikationsleiste, die wirklich wie so ein Träger die ganze Schalttafel hält. Die gleiche Designthematik von der Schalttafel haben wir hier auf der Mittelkonsole übertragen. Schwarz-Hochglanz beinhaltet immer interface-relevante Bedienteile, schön umfasst mit der Applikationsspange. The new Audi interior design is as sportly as the exterior. For example, what you already noticed here are this really immersive cockpit with these air vents combined with the cluster. The next one is the virtual cockpit combined with the HMI display. It's a more like a new digital stage for us. As well, this kind of nice profile, which also combines the whole setup of the interior complete together in one row and also speaks a really nice horizontal layout. The same design concept from the dashboard we also transferred onto the center console. Black areas already showing the interface relevant interaction components combined with this really nice profile of the application area.